weiter, hier geht's weiter. Moment. Hier hoch. Hi. Gegner. Ja, Ziel. Ein Ziel. Ja, nachladen. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Schlüssel für die Steuereinheit. Schlüssel drehen, ja. Ich hab den Raketenabschuss gespuckt. Und den Alarm. Telefon. Nachricht von Rettungsteam 2. Rettungsteam 2 ist zurzeit 500 Meter hinter dem Zug. Feindliche Helikopter sind über dem Zug. Wir können uns nicht nähern, brauchen Unterstützung. Schießen Sie mit dem MG im Wagen 8 auf die feindlichen Helikopter. Ja, verstanden. Nein, die schießen laufen. Oh. Aua! Glück, Mann. Warte mal. Was ist das? Eine Art Schalter. Ja, so eine Art, ne? Ja, betätigen. Motorengeräusch aus dem Raum nebenan. Aha, hier ist das MG-Steuereinheit. Gucken, was passiert. Anweisung. Ja, ich versuch's einfach. Wow. Oh, Helikopter. Oh, die Waffe wird zu heiß. Oh Mann. Ja, Treffer versenkt. Noch einer. Oh, die Zeit läuft runter. Bam. Ja, ich muss ihn nochmal absetzen, weil sonst die Kanone zu heiß wird. Noch einer. Oh. Ja. Also ich spiele das hier mit dem Steuerkreuz, muss ich zu meiner Verteidigung dazu sagen. Das analoge Stick gibt's hier noch nicht. Brauchst schon mal gar nicht. Gut, Leute. Noch einer. Noch einer! Mein Gott, ich kann ja in der Zeit ja nicht schaffen. Zeit abgelaufen. Noch! Feindliche Helikopter fliegen davon.
Ich fürchte, dass Sie den Ernst der Lage noch nicht erfasst haben, aber ich bin sicher, dass Sie mittlerweile erkannt haben, welche unglaublich mächtige Waffe wir in unsere Gewalt gebracht haben. Was sind Ihre Forderungen? Zuerst einmal ein Lösegeld für den Botschafter. 10 Milliarden Dollar als erste Hälfte des Betrages müssen ohne Verzögerung auf eine von uns ausgesuchte Bank eingezahlt werden. Außerdem verlangen wir freie Fahrt bis zur französischen Grenze. Lassen Sie niemand, und ich meine niemand, in einem 10-Kilometer-Radius an den Zug kommen. Wir brauchen etwas Zeit, um das mit den zuständigen Gremien zu besprechen. Denken Sie daran, dass wir sehr ungeduldig sind. Brechen Sie die Rettungsaktion ab. Alle Hubschrauber sollen sofort zur Basis zurückkehren. Befolgen Sie meine Anweisungen und Sie werden überleben. Ich werde mich wieder melden. Stellen Sie mir eine Verbindung zu Lieutenant Morton her. Sie meinen den russischen Terroristen Boris Zugowski? Ja, der berüchtigte ehemalige KGB-Agent, der schlimmer ist als jeder andere Attentäter. Und noch etwas. Das russische Militär hat uns mitgeteilt, dass er im Besitz einiger russischer Atomsprengköpfe ist. Wir glauben, dass diese Sprengköpfe an Bord des Blue Harvest sein könnten. Außerdem hat die Presse inzwischen davon Wind bekommen und schnüffelt herum. Solange die Möglichkeit besteht, dass sich diese Sprengköpfe in der Hand der Terroristen befinden, dürfen wir nicht übereilt handeln. Auf jeden Fall hat die Sicherheit des Botschafters höchste Priorität. Verstanden. Christina, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe das Feueralarmsystem ausgeschaltet. Treffen wir uns auf dem Dach von Wagen 9. Verstanden. Sie werden einen verwundeten Soldaten in einem der Abteile auf Ihrem Weg dorthin finden. Kümmern Sie sich um ihn. Um ihn, wollte er sagen. Ah, wir sind in Wagen 8. Na ja, gut. Telefon? Ich habe dem verletzten Soldaten geholfen, aber er ist sehr schwach. Treffen wir uns auf dem Deck von Wagen 9. Ja. Machen wir doch. Ja, nun kamen wir da hin. Hinteres Deck, Wagen 8. Da muss Wagen 9 ja irgendwo hier sein. Jedes Mal diese Kiste. Latschen wir halt nochmal. Hier hin? Kommen wir rein? Ja. Er verliert eine Menge Blut. Gibt es nicht ein medizinisches Versorgungsabteil? Ja, gibt es. Im Wagen 6. Wagen Nummer 5. Ich werde zuerst nachsehen, ob es sicher ist. Kümmern Sie sich um ihn. Ich war so geschockt, dass ich das hier völlig vergessen habe. Ein Terrorist hat es beim Angriff im VIP-Abteil verloren. Ah, okay, wir haben die Schlüsselkarte. Um in den weiteren Waggon zu kommen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.